Mit zwei Dingen aus Mamas Küche könnt ihr schon mal probieren. Und für kleine Hände. Das ist das Mundstück der Oboe. Ein Doppelrohrblattmundstück. Ganz kurz gesagt, ein Oboenröhrchen. Nur durch ein gut funktionierendes Oboenröhrchen kommt der schöne singende Klang der Oboe zum Schwingen. Das ist eine Oboe. Und das ist auch eine Oboe, aber eine Kinderoboe, die man hier in der Musikschule ausleihen kann. Jeder Spieler bekommt sein eigenes Mundstück. Das Fagott wird wie die Oboe mit einem Doppelrohrblatt gespielt. Es ist das tiefste Holzblasinstrument. Für die, die noch zu kleine Finger für das große Fagott haben, können mit einem Kinderfagott beginnen, das sogenannte Fagottino. Dunkel, hell, bezaubernd. Ja, was denn da? Da Sachen ist das Altsaxophon. Das heißt zwar alt, ist aber nicht alt. Das ist das, die Größe von der Familie, wo man am meisten spielt, am meisten siert und wo man auch anfängt. Und dann gibt es auch noch andere Größen. Ja, das ist Tenorsaxophon, ist ein bisschen größer und klingt da ein bisschen tiefer. Und anfangen zum Lernen tut man mit dem Kleiner, also mit dem Altsaxophon. Und wenn man ein bisschen älter ist, ein bisschen größer, können wir dann aufs Tenorsaxophon umsteigen.